Servus meine Lieben und schön, dass ihr reingeklickt habt in dieses Video, denn es geht darum, dass wir nun gemeinsam herausbekommen wollen, was mir der Paketbote heute Schönes geliefert hat. Es geht in diesem Video um das Unboxing der Collector's Edition von The Last of Us Part 2 und ich werde das jetzt, ja, das erste Mal öffnen und bin schon sehr gespannt darauf, wie der Inhalt aussieht. Wollen wir uns das mal ansehen. So, dann packen wir das Schmuckstück jetzt mal aus. Ich bin sehr, sehr gespannt. Hier können wir übrigens den entscheidenden Schriftzug sehen. Ah! Na, das nenne ich mal eine Box. Geile Sache. Und die Rückseite vielversprechend. Und jetzt kommt der eigentliche Spaß. Jetzt knibbeln wir nämlich den Aufkleber hier ab und dann gucken wir mal rein. Ich traue mich kaum, das rauszuholen und irgendwas zu beschädigen. Ja, das war erstmal nicht so aufregend. Und jetzt wird es interessant und ich nehme euch mal mit nach oben und lasse euch das mal von oben angucken. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Was erwartet uns jetzt? Wir haben ein Zettelchen mit einem kleinen Druck und da drauf ist ein Text von Neil Druckmann höchstpersönlich, nur an mich. Ne? Das haben die anderen nämlich nicht. Dann haben wir einmal das hier. Das sieht schon richtig schick aus. Und das ist The Art of The Last of Us Part 2. Ist zwar nicht so groß, aber richtig cool. Also bei sowas, da werde ich weich. Da weiß ich genau, warum ich eine Collector's Edition habe. Wunderschön. Ich glaube, so ein Artbook gab es auch damals zu The Last of Us 1. Bin jetzt aber nicht sicher, denn da war ich noch nicht so ein Riesenfan, als dass ich mir so eine Collector's Edition gegönnt hätte. Schande über mein Haupt. Ja, und ich überspringe jetzt mal ein paar Seiten. Oh, hier, wunderbar. Creepy. Also doch einige Seiten mehr, als ich erst dachte. Und zum Abschluss ein richtig cooles Motiv nochmal. Nice. So, das war Nummer 1. Wir haben ein Steelbook. Ah, oh, das ist nice. Leute, noch eingeschweißt hier. Soll ich das mal aufmachen? Ich mach's mal auf. Und hier kommt dann doch die Wahrheit raus, denn das, im Gegensatz zu dem Brief von Neil Druckmann oder dem Zettel von Neil Druckmann, das wiederum ist etwas, was wirklich nicht jeder hat. Also jeder, der die Collector's Edition hat natürlich, aber... Und da ist es! Ich habe schon die entscheidende Sache rausgeholt. Im Steelbook. Das ist wundervoll. Da muss ich sagen, macht schon Spaß, ne? Übrigens, wundert euch nicht, falls ihr hier so auf dem Tisch irgendwie ein paar Schrammen oder so seht. Das ist unser wunderbarer kleiner Couchtisch. Aber wenn man ein kleines Kind zu Hause hat, dann sieht er eben anders aus. So, was haben wir noch? Wir haben das hier. Und was erwartet uns hier? Das weiß ich nämlich gerade wirklich selber nicht. Ich mache das mal hier auf. Und tada! Das ist exakt derselbe Brief hier von Neil Druckmann, nur nochmal im Original in Englisch. Und bevor ich weitermache, ganz kurz der Hinweis, nicht wundern, falls ihr denkt, meine Güte, der macht das aber schlecht oder meine Güte, der macht das aber viel zu schnell oder boah, mach hinne, ey, ich wir essen zeitig. Das ist das erste Mal mit so einem Unboxing und von daher, ach guck mal, meine Hände. So, wir nehmen den Karton hier mal raus. Und ich weiß nicht, das ist, kennt ihr das? Man kriegt Sachen ja nie wieder so zusammen, wie sie mal waren. Mal gucken, ob mir das gelingt. So, und jetzt wird es ja noch mal ein bisschen spaßiger, Leute. So, was haben wir hier? Wir haben einmal ein paar Aufkleber
Finde ich ganz geil eigentlich. Also ich mag sowas. So Aufkleber, das sind so Sachen, mit denen kriegt man mich. Das ist jetzt nichts, was irgendwie über 200 Euro wert ist, aber so noch oben drauf ist das eigentlich ganz cool. Wir haben einmal, und das finde ich wirklich nice, Ellies Armband. Komm, das ziehe ich mir direkt erstmal an hier. Und so sieht das aus. Eigentlich nichts für Männer, glaube ich. Andererseits ist das so ein bisschen mit Leder. Also es geht eigentlich. Es könnte schlimmer sein, sage ich mal. Und einfach mal so für die Vollständigkeit, ne? Oh, ich finde mich schon ganz geil jetzt. Das ist schon auch, ja, für Sammler. Das ist ein cooles Gimmick, ne, auf jeden Fall. Und hier sehen wir noch mal so ein paar, wie heißt das? Anstecker. Das wiederum ist so eine Sache, die ist irgendwie ganz cool einerseits, aber andererseits, das hatte ich auch schon bei Days Gone, damit werde ich nicht so ganz warm wiederum. Ich sehe, also keine Ahnung, vielleicht werde ich aus Jux mal wirklich bei einem meiner nächsten Videos mir irgendwas davon auf mein T-Shirt stecken, wie auch immer. Mal gucken. Das hier ist, glaube ich, nicht zum Auspacken gedacht, aber ich zeige es euch mal, das ist hier auch mit drin. Ganz wichtig, das ist ein Trockenmittel, bitte nicht essen. Wir nehmen eine weitere Schicht raus, Freunde, und jetzt so langsam kommen wir dem Boden immer näher. Hier haben wir noch ein bisschen Folie und es ist so richtig süß gemacht irgendwie. Es ist Karton über Karton und wir haben also noch einen Karton. So, und in diesem Karton, in dem dieser Karton ist, ist nichts mehr drin. Da mache ich also mal Platz. Und da drin war also noch zu guter Letzt dieses tolle Stück. Ah, hier, okay. Was ist denn dieser Inhalt hier bitte? Habt ihr eine Ahnung? Ich habe so eine Vermutung. Es ist etwas, auf das ich mich sehr freue. Das ist neben dem Spiel und dem Artwork mein größtes Highlight. Ja. Seht ihr das? Und ich muss gestehen, ich habe nicht vermutet, dass das so ein Monstrum ist. Also ich meine nicht sie hier, sondern das gesamte Teil. So, jetzt Trommelwirbel. Da gönnt sich aber einer was, oder? The Last of Us Part 2. Das ist doch mal eine Statuette, oder? Leute, 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 guckt euch das mal an. Wow. Herrlich. Also, ist schon eine schöne Sache, sag ich mal, ne? Und das ist echt riesig, guckt euch das an. Wird jetzt nicht so deutlich, aber ich zeige euch das gleich nochmal in einer anderen Perspektive. Ich bin vollkommen außer Puste, denn das war irgendwie dann doch anstrengender, als ich dachte. Aber es war auch wirklich schön und ich bin auch einfach begeistert. Also, ja, und jeder, wer auf meinem Kanal schon ein bisschen öfter oder ein bisschen länger war und sich ein paar Videos angeguckt hat, der weiß genau, dass ich ein Riesenfan dieses Themas und dieses Spiels bin und von daher war es natürlich wirklich ein Traum, das jetzt auszupacken. Ich freue mich sehr, dass es endlich da ist und wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr weiteres Interesse an The Last of Us oder an anderen Videospielen oder an den News zur PlayStation 5 habt oder, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, das hilft mir sehr weiter. Aktiviert am besten die Glocke, dann geht ihr sicher, keine Videos von mir zu verpassen. Und nun ist es an der Zeit, Tschüss zu sagen und ich freue mich, euch dann beim nächsten Video wiederzusehen. Ich gehe jetzt an meine PlayStation, es ist Zeit für eine Installation. Macht's gut und bis bald!